Eine Nachricht stimmt den Handel schon mal positiv. 2013 geben die Deutschen im Schnitt rund 400 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Da heißt es, gut gefüllte Lager am Start zu haben, denn ein zu erwartendes Umsatzplus von 1,2% gegenüber dem Vorjahr lässt auf volle Kassen hoffen. Zahlen, die beeindrucken und Einschätzungen, die aufhorchen lassen. Denn längst sieht man die Konkurrenz durch Amazon und Co. nicht mehr so kritisch wie noch vor einigen Jahren. Es gibt aber viele Händler, gerade kleinere und mittlere Händler, die mittlerweile ein hervorragendes Konzept auch für das Internet gefunden haben, dort spezielle Produkte aus ihrem Sortiment anbieten. Und es gibt noch eine Trendwende. Während man früher behauptete, die Kunden würden sich im stationären Handel nur informieren und schließlich im Netz kaufen, so hofft man beim Handelsverband, dass dies heute anders ist. Wir müssen deutlich machen, dass der Verkauf in einem Laden mehr ist, als ein Produkt mit einem Preis auszuzeichnen, sondern wir haben eine Sortimentsauswahl, wir haben eine Information, eine Beratung und was ganz wichtig ist, Sie können in den Laden auch noch kommen, wenn Sie das Produkt gekauft haben und etwas nicht funktioniert oder Sie vielleicht ein anderes doch lieber haben wollten. Bei der digitalen Kamera ist das beispielsweise der Fall. Doch wie schaut es in der Wirklichkeit aus? Nachfrage am Donnerstag in der Hauptstadt. Nee, eigentlich kaufe ich es im Einzelhandel. Was ich im Einzelhandel bekomme und was ich nicht im Einzelhandel bekomme, kaufe ich im Internet. Ich überlege mir was und dann gucke ich, wo ich es kriege. Ich bin noch von der analogen Generation und ich fühle auch gerne mal so und im Internet auch. Gut 434 Milliarden Euro Umsatz macht der deutsche Handel in diesem Jahr. Ein nicht unerheblicher Teil bringt das Weihnachtsgeschäft. Am beliebtesten sind übrigens Spielwaren, Elektronik und Kosmetik. Die Klassiker halt. Also klassisch wird es in den kommenden Wochen auch wieder werden, wenn spitz auf Knopf die letzten Geschenke eingesammelt werden. Alle Jahre wieder, wie im Leben, so natürlich auch im Handel.